Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit Agnes Sellmeier. Agnes hat letztes Jahr im Herbst ein Coaching-Programm angefangen und sie hat ganz, ganz spannende Erfahrungen gemacht seitdem. Und ich freue mich riesig, dass Agnes jetzt hier bei mir im Interview ist. Herzlich willkommen, Agnes. Grüß dich, Herr Hadin. Hallo. Hallo. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Agnes Sellmeier, 34, aus Bayern, 2 Kinder und verheiratet. So grob. Kurz und knapp, das ist perfekt. Ja, die erste Frage an dich ist, Agnes, bevor du mit dem Coaching angefangen hast, wie ging es dir so? Wie sah so dein Leben aus? Wie sah so dein Glückslevel aus? Magst du da ein bisschen erzählen? Ja, gerne. Also das ist eine schwere Frage, weil so die Erinnerung auch ein bisschen verzerrt ist an diese Zeit davor. So ganz allgemein gesagt, was ich jetzt denke, ist einfach, dass es monoton war. Sehr monoton. Stresslevel war eigentlich immer sehr hoch mit 2 Kindern. Ich glaube, ich habe in der Früh totale Stresssituationen gehabt, alles so richtig in den Griff zu bekommen, alles richtig zu machen. Danach ging es einigermaßen wieder. Am Nachmittag, Abend ging wieder Stress los, also der selbstgemachte Stress. Es war natürlich nicht jeden Tag oder immer so, aber sehr häufig, glaube ich. Also wie gesagt, diese Erinnerung an früher, das ist ein bisschen verzerrt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber es war definitiv nicht so gut wie jetzt. Es ist auch viel passiert. Vielleicht fällt es dir einfach in dem schwer. Du hast ja viele neue Erfahrungen gemacht. Genau. Hast dich verändert. Ja, dann ist es wirklich nicht einfach, sich dann zurückzuerinnern, oder? Genau, jawohl. Du hast dir das Gesetz der Anziehung schon gekannt, bevor du mit dem Coaching begonnen hast. Wie war so dein Wissensstand damals? Also sehr gering. Ich habe natürlich wie jeder The Secret gesehen auf Amazon Prime und dann wird halt da so schön beschrieben, ja, denk positiv, stell dir vor, was du haben willst, das kommt zu dir. Ja, so viel wusste ich nicht. Ich habe immer gedacht, ich stelle mir das jetzt vor und dann passiert es. Mhm. Und natürlich habe ich dann so groß wie möglich gedacht. Ja, es ist aber nie was passiert in die Richtung. Und weil ich natürlich Blut geleckt habe, habe ich auch recherchiert. Und eigentlich war es das erste Suchergebnis du. Ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Du standst plötzlich auf Facebook als Vorschlag und das kam wie ein Impuls. Ich so, ich klicke da jetzt drauf. Und dann war ich schon da bei dir. Oh, das wusste ich gar nicht. Nee, das stimmt noch, warte mal, das stimmt nicht so ganz. Du hast mich begleitet, also der Vorschlag hat mich immer wieder begleitet. Ach, wirklich? Oh, das ja, ist ja mega, weil ich war ja in dieser Gruppe von The Secret oder wie das geheißen hat. Mhm. Und da wurdest du mir immer wieder vorgeschlagen. Zuerst habe ich es ignoriert und dann kam es halt immer wieder. Und ich so, okay, jetzt klick mal drauf. Oh, das ist aber ganz interessant. Jawohl, das heißt, du hast so die klassischen Dinge gemacht, nehme ich an, mit Visualisierung und Vorstellen. Ist das richtig so? Noch nicht einmal, das wusste ich gar nicht. Okay. Also, ich habe mir schon vorgestellt, wie so mein Traumhaus ausschaut, mein Traumleben, aber sonst nichts, also Emotionen, Gefühle waren da jetzt eher, ich dachte, die sind sowieso schon da. Ah, okay, jawohl, ja. Also du hast es dir vorgestellt, aber jetzt im Nachhinein bemerkst du, dass die Emotionen gar nicht so da waren. Mhm. Ist das richtig so? Genau. Ja, okay. Was hast du denn damals noch versucht, um deine Wünsche in dein Leben zu ziehen? Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt. Gibt es noch andere Dinge, die du vielleicht gemacht hast? Vielleicht mit Affirmationen gearbeitet oder sonst etwas? Nein. Nein. Mhm. Okay. Und dann bist du ja über mich gestolpert, hast du gesagt. Was hat dich denn damals auch motiviert, das Coaching bei mir zu machen?
Also, was mich fasziniert hat, sind einfach deine Videos auch, die du da präsentiert hast. Es war sehr, also ich habe mich dem sehr verbunden gefühlt, du warst sehr authentisch und du hast immer gelacht. Das hat mich sehr fasziniert. Und es war halt kein Zwang, kein Muss, es war einfach so ein, wir gehen nebeneinander her und dann habe ich halt Vertrauen, also das war einfach Vertrauen dann da, wo ich gesagt habe, ich schreibe dich jetzt an, ich möchte mehr wissen über Nadine und natürlich auch über das Gesetz der Anziehung. Okay. Jetzt die große Frage. Wie geht es dir denn jetzt, Sehr Agnes? gut. Sehr gut. Es ist alles anders. Das zeigt mir auch, das sieht man auch daran, dass ich mich wirklich, vielleicht möchte ich mich auch gar nicht erinnern, wie es vorher war. Natürlich ist es jetzt immer noch hin und wieder stressig. Stress gehört zu Menschen. Ist menschlich. Aber ich kann mir gar nicht so diesen Stresslevel vorstellen, der damals war. Ich weiß, dass er da war, aber so richtig fassbar ist er gar nicht mehr. So gesehen. Das ist wirklich sehr anders. Man geht einfach anders durchs Leben, durch den Tag. Man geht anders mit den Kindern um, mit sich selbst. Es gibt keinen Bereich, der nicht geändert worden ist. Okay, ja. Das heißt, es hat sich wirklich alles verändert, kann man das so sagen? Ja. Ja. Magst du da noch ein bisschen erzählen, vielleicht gewisse Bereiche, die sich verändert haben? Also das größte Geschenk ist die Beziehung zu meinen Kindern, weil ich durch das Coaching, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ich glaube so zur Mitte hin, es ist furchtbar schwer für Eltern, mit ihren Kindern zu spielen, finde ich. Es war immer so, ich spiele unheimlich gern mit denen. Aber es war noch nie so eine Freude dabei, so eine richtige. Man spielt halt Puzzeln, mag ich gerne, da habe ich Freude. Aber so richtig mal Spaß oder so, ich weiß nicht. Und das ist dann plötzlich gekommen. Das ist wie, als wäre man selbst wieder Kind. Das ist so ganz alberne Sachen wie, okay, wir baden jetzt mal zusammen. Und sie so, was, wir baden zusammen? Und meine Eltern haben so eine Badewanne mit Whirlpool. Und da haben wir eine ganze Flasche Shampoo rein, haben so einen Berg gemacht. Es war so, also das ist einfach so ein Bereich, dass man wieder spielt, als Großer, so, als auch Freude empfindet am Spielen, so eine Erfüllung auch. Also, das ist eine sehr große Sache, die freut mich ungemein, dass man da auch ehrlich sich über etwas freuen kann und mal was Neues, was Verrücktes, so Kindliches macht. Dass man nicht sagt, oh, das ist kindisch, sondern ja gut, ich bin jetzt kindisch. Fühlt sich furchtbar schön an. Ja, und dann allgemein der Blick auf die Welt. Man ist einfach sehr achtsam. Früher, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann hat man sich gefragt, ja, okay, warum denn jetzt das schon wieder? Jetzt stelle ich mir die Frage, okay, was ist das Gute daran? Ja, das nimmt diesen Druck aus diesen Situationen komplett raus. Es ist dann, okay, es ist so. Aber vor 2 Wochen ist ein Licht von uns kaputt gegangen. Das ist recht kompliziert. Da ist eine Platte, also so eine Rigipsplatte oben. Das ist ein 6-Meter-Raum. Und das ist sehr kompliziert, das zu reparieren. Und kurz darauf die Spülmaschine. Eigentlich wäre ich komplett ausgerastet, das weiß ich. Aber gut. Hat sich alles zum Guten gewendet. Bei der Lampe hat nur ein Trafo geholfen und die kaputte Spülmaschine. Ja, meine Schwägerin ist umgezogen und hat gefragt, ob ich ihre alte haben will. Die quasi komplett neu ist. Ich so, okay, ja, sehr gerne. Also, es kommt halt einfach, wie es kommt und es kommt gut. Das ist auch so eine Änderung, weil früher hatte ich spezielle Wünsche, so Geld natürlich und auch, dass man bemerkt wird oder Anerkennung. Das hat sich eigentlich verändert, weil das Gefühl zu sagen, es kommt alles gut für mich, beinhaltet alles, dass man sich wohlfühlt.
Also das sind so die größten Bereiche, die sich verändert haben. Da bin ich sehr glücklich drum, Situationen einfach, ja, als positiv wahrzunehmen. Es gibt immer in allem etwas Positives. Natürlich passieren Sachen, die einen aus der Ruhe bringen. Aber selbst da habe ich gemerkt, vielleicht geht es dir auch so, es gibt immer so einen Breaking Point. Also nicht oft, aber der kommt manchmal. Das ist dieser Punkt, wo du sagen möchtest, so, ich schmeiße jetzt alles hin. Aber ich habe festgestellt, das ist dieser kleine Umschlagpunkt. Wenn man den kurz überwindet, dann wird es wieder gut. Ja, das kenne ich, ja. Und der ist verdammt anstrengend, dieser Breaking Point, ich nenne ihn jetzt mal so. Aber das ist für mich auch so ein Anzeichen. Mittlerweile freue ich mich, wenn er denn mal kommt, weil ich weiß, dieser kurze Moment und dann wird es richtig geil. Genau, also das stellt man halt dann auch so fest. Ja. Wenn der kommt, bloß nicht aufgeben, einfach durch. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das habe ich auch schon oft erlebt. Also kann man sagen, dass du viel mehr Gelassenheit auch in deinem Leben hast? Ja, natürlich. Situationen bewertet man ja ganz anders mittlerweile. Also das ist nicht dieses, oh Gott, jetzt geht die Welt unter, sondern ich schaue mal jetzt, wie schaut denn die Wirklichkeit aus? Wie ist es jetzt denn wirklich? Es ist letzten Endes nur eine Spülmaschine, so. Erstens ersetzbar und zweitens, wenn das jetzt daran schuld, also da denkt man ja gar nicht mehr nach. Ich meine, es geht irgendwas kaputt und es kann ja gar nicht die Welt untergehen. Es geht ja immer weiter. Also solche Gedanken wären mir bestimmt nicht gekommen vor dem Coaching. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und auch das Vertrauen in das Leben, also das war auch bei mir so, oder? Man entwickelt so ein Vertrauen. Ist das bei dir auch so passiert? Ja, also das ist, ja, es ist, ich vertraue drauf. Also ich bin jetzt von speziellen Wünschen, natürlich hat man spezielle Wünsche, aber der Hauptwunsch, sage ich jetzt mal, oder das Hauptziel eher gesagt ist, dass alles gut für mich kommt, weil dann wird es perfekt. Ich kann die Zukunft nicht sehen oder sonst was. Ich weiß aber, dass alles gut wird und dann wird es gut. Egal, was kommt. Das ist auch so wie ein neuer Glaubenssatz, oder? Es kommt immer gut für mich. Das alles kommt immer gut für mich. Ja. Mega schön, Agnes. Mega schön. Magst du noch erzählen, welche Wünsche sich bereits seit dem Coaching manifestiert haben? Gibt es etwas, was du da gerne teilen magst mit der Öffentlichkeit? Ja, vielleicht die lustigsten. Ja, ja. Das war, ich wollte letztes Jahr, ich wollte in den Urlaub und ich wusste wirklich nicht, wo ich hin will. Aber ich mag Möwen. Ich mag diese Tiere. Ich weiß nicht warum, aber die haben so eine schöne Form, finde ich. Und dann habe ich gesagt, gut, ich stelle mir jetzt einfach Möwen vor. So schöne Möwen, wie die da so rumfliegen. Weil wo Möwen sind, gibt es ja auch ein Meer. Es war mir auch wirklich egal, ob Ostsee, Nordsee, was auch immer, Südsee. Ja, ich stelle mir halt das so schön vor, diese Möwen, wie die da rumfliegen. Irgendwann habe ich aufgehört und 3 Tage später kriege ich so einen Brief. Und ich weiß gar nicht, warte mal, das war von irgendeiner Hilfsaktion, wo ich gespendet habe. Und da war so ein, habe ich den jetzt irgendwo hier? Na, den haben meine Kinder jetzt genommen. Das war so ein Magnet für den Kühlschrank. Da war eine Möwe drauf. Und ich so, ja. Danke, lieber. Also, da habe ich gemerkt, ja, schon, Dankeschön. Die Möwe ist wirklich gekommen. Und ja, das war sehr faszinierend, auch so eine kleine Erkenntnis, wo ich dann gesagt habe, okay, es funktioniert. Man muss halt bloß wirklich dann auch schön formulieren, was man denn genau haben will und außenrum vielleicht noch ein bisschen. Ja, und dann die ganzen kleinen Challenges mit dir, die sind eigentlich alle gekommen. Total, also der grüne Faden, der ist in einem wunderschönen Geschenk von meiner Tochter gekommen, das war nämlich ein grünes Armband aus dem grünen Faden und ich habe gesagt, wow, ja, ist gekommen. Was noch zu sagen ist, das habe ich dir auch geschrieben,
wenn man in so einem positiven Flow drin ist und eine Notlüge benutzt, wie da wollte eine Freundin sich mit mir treffen und ich habe das komplett verpasst. Also habe ich gesagt, es tut mir voll leid, mein Auto ist kaputt. Ja, habe mir nichts dabei gedacht. Ja, am nächsten Tag möchte ich einkaufen fahren, ja, stoppt das Auto. Oh. Und ich so, boah, ey, nee, nee, bitte nicht. Aber gut, ich habe es dann gefahren und ich war so glücklich, dass es kaputt war, weil selbst da hat man gemerkt, gut, es funktioniert. Es war nur eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, irgendwas bei der Zündung. Und ich habe gesagt, gut, normalerweise benutze ich keine Notlügen, bloß da habe ich sie schon das zweite Mal versetzt. Ich so, ja, gut. Ja, es kommen halt immer wieder Sachen, wo man sagt, es ist mystisch, es ist Magic. Das kann man nicht beschreiben. Mhm. Das sind auch so Begegnungen oder halt einfach Erlebnisse, mhm. die man so jetzt gar nicht, also ich müsste jetzt ein ganzes Buch schreiben, mhm. schon nach einem halben Jahr. Ja, das verstehe ich sehr gut. Es fängt sich einfach alles an zu verändern, oder? Ja. Dann kommen all diese magischen Momente in das Leben, wo man denkt, hä, wo war das früher? Früher gab es das nicht. Ja, also am besten, man führt wirklich ein Dankbarkeitsbuch am Abend. Also meins ist ziemlich voll, also das jeden Tag. Das sind, und da stehen auch wirklich jeden Tag dann Sachen drin, die passiert sind und wo ich dann Danke sage. Also das ist, wie gesagt, ich müsste ein Buch schreiben. Ja. Du hast ja auch am Anfang des Coachings, war es ja auch dein Ziel, finanziell flüssiger zu werden. Da hat sich ja auch einiges verändert bei dir. Magst du das erzählen, Agnes? Ja, also ich habe ja zeitgleich auch ein anderes Coaching gehabt. Mhm. Da war das ja schon am Anbahnen alles. Mhm. Mittlerweile, ja, kam dann von überall mal Geld her, so Kleinigkeiten. Meine Eltern kamen her, hier hast du Geld, also die haben Bausparer aufgelöst, da waren da mal so 10.000 frei. So, bitteschön, nimm. Ja, wirklich, wir haben dann einen Bausparer aufgelöst, es kam wirklich von überall einfach Geld her. Mittlerweile, habe ich auch so ein bisschen den Überblick verloren mittlerweile, was ich dann auch alles habe, weil das ist nicht alles in Geld mehr, ich habe das alles schön investiert, dass sich vermehrt, es kommen auch ganz viele Gelegenheiten, man lernt natürlich Menschen kennen, die genauso denken und wissen, wohin es geht und dieses Urvertrauen einfach, ja. Ich meine, ich habe es ja über dich auch gelernt, dass wenn man jemanden hat, der einen führt, ja, dann geht es unheimlich schneller und man verliert kein Geld, selbst wenn man Geld investiert. Es geht einfach, es geht voran. Also man investiert in sich selbst. Ja, definitiv. Ja, das ist wirklich so. Ja, du hast ja auch wirklich fünfstellige Summen manifestiert während dem Coaching, das weiß ich noch. Ja. Das war echt richtig cool, ja. Das fand ich auch sehr cool, weil das war so nicht absehbar, das kam halt dann so plötzlich. Ja, super, mega genial. Ja, meine nächste Frage an dich, Agnes, ist, wenn du jetzt an das Coaching nochmal zurückdenkst, was sind so die wichtigsten Sachen, die du gelernt hast? Ja, Routinen, sehr wichtig. Routinen. Es sind sehr schwer zu lernen. Aber das ist wieder mal auf den Breaking Point zurückzukommen. Nicht aufgeben. Niemals aufgeben. Man fängt immer von vorne an. Man kann sich diesen Anfang sparen und der ist wirklich sehr schwer. Die Routinen, die man von dir bekommt, sind der erste Schritt. Um zu begreifen, was man für Möglichkeiten hat, zu lernen, wie man sich diese Wünsche auch ins Leben zieht. Ja. Und das sind die wichtigsten Hilfsmittel. Und das Allerwichtigste für mich war das EFT, das Klopfen. Mhm. Das benutze ich jeden Tag
auch wenn ich es nicht brauche. Es ist immer irgendwas, dass ich sage, ich kann klopfen. Und das ist eine meiner wichtigsten Routinen. Und das war einfach das Zaubermittel. Auch beim Rauchen aufhören, bei mir hat ja dieser Umschlagpunkt stattgefunden, als ich gesagt habe, als wir ein Einzelcoaching hatten und ich einfach nicht von diesem Rauchen weg konnte und wir das geklopft haben. Und dann haben wir irgendwas an der Oberfläche angekratzt und das hat mich 3 Tage so krank gemacht, mit Fieber, mit allem. Da hat es dann angefangen, wo ich verstanden habe, gut, jetzt ist Zeit, irgendwas zu verändern. Ohne diese Routinen, ohne das Klopfen, wäre ich da wieder reingerutscht. Definitiv ohne Hilfsmittel. Ja. Ja. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war so ein Schlüsselpunkt. Da hat sich, glaube ich, fast alles verändert, oder? Als wir das herausgefunden haben zusammen. Ja. Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und das gibt es manchmal, das, was du beschrieben hast. Wenn man sehr stark an seinem Energiesystem arbeitet, was wir da definitiv gemacht haben, dann kann es wirklich sein, dass man mal 1, 2, 3 Tage einfach flach liegt, weil sich alles im System umändern muss, weil sich alles da anpassen muss. Ja. Mega spannend. Ich weiß noch, wir mussten das Coaching sogar beenden, das Einzelcoaching. Ja, genau. Ich konnte nicht mehr. Ich habe so mit dem Weinen gekämpft. Danach habe ich erstmal eine geraucht und das hat sich sehr schlecht angefühlt. Irgendwie hat sich alles schlecht angefühlt. Mhm. Ja. Und da habe ich gemerkt, so, boah, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Und ohne die Routinen wäre ich wieder in diese Komfortzone, nenne ich es jetzt mal, wieder zurück, da wo es mir gut geht, da wo alles jeden Tag gleich ist, von Jahr zu Jahr gleich, bis ich, Entschuldigung, sterbe. Mhm. Genau. Mhm. Bloß, dass sich nichts ändert. Und das, ja, das hat mir sehr geholfen, diese Methoden. Halt einfach, ich nenne es jetzt Routinen, es sind wichtige Routinen. Und ohne diese Routinen, man kann sie aufschieben wie so ein Mistkäfer, Entschuldigung, der seinen Mist jeden Tag vor sich her schiebt, sogar rückwärts, aber das wird nicht helfen. Also das, was ich den anderen mitgeben kann, ist, zieht diese Routinen durch. Das ist, das hat auch was mit dem Unterbewusstsein zu tun, dass man andere Programme in sich reinsetzt, andere alles anders machen. Ich meine, ich habe sogar jetzt angefangen, mit der linken Hand zu schreiben. Einfach mal alles anders machen. Benennt den Tag. Das ist sehr mächtig. Wenn ihr aufsteht, gebt den Tag eine Bedeutung. Ja? Und wenn ihr sagt, ja, heute ist der chillige Tag, dann wird es das sein. Heute ist der produktive Tag, dann wird es das sein. Gebt den Tag einen Namen, Routinen und dann go. Mega spannend, ja, ja, genau. Also das, was du erzählt hast, das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben und ich habe das Gefühl, das ist so meine Empfindung, ab dem Moment bist du ein anderer Mensch geworden. Ja, also kurz vorher habe ich noch gedacht, dass ich etwas verrückt werde, weil ich habe mich so fremdgesteuert gefühlt. Ich habe ja in dieser Gruppensitzung ja auch mal erwähnt, es fühlt sich irgendwie nicht wie ich an. Bis ich dann gemerkt habe, ja, verschiedene Handlungen oder Glaubenssätze jetzt, die kommen ja gar nicht von einem selbst. Das sind Sachen, die man beobachtet hat, übernommen hat oder einfach Erfahrungen. Und die sind automatisch da. Man macht es, ohne da großartig drüber nachzudenken. Und das waren diese fremden Gefühle. Also ich war nicht verrückt oder so, sondern es hat einfach nicht zu mir gehört. Mhm. Musste das dann auch gehen. Jawohl, genau. Du hast so wie eine alte Haut abgestreift, oder? Ja. Kann man das so sagen? Ja. 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 Das hat man ja dann auch gesehen. Ich habe mir dann die Haare schneiden lassen. Es ist alles, ich habe gesagt, jetzt ist alles neu. New Year, New Me, habe ich gesagt. Mhm. Ja, genau, genau. Da waren wirklich große Veränderungen, die in kurzer Zeit auch stattgefunden haben. Ja. Mhm.
Was würdest du sagen, du hast ja auch das EFT und die Routinen erwähnt, gibt es sonst noch etwas, wo du sagen kannst, von dem habe ich am meisten profitiert beim Coaching? Gibt es da noch etwas? Ja, allgemein die Erklärungen, einfach mal zu wissen, was steckt dahinter. Das ist so ein Basiswissen, wenn man das nicht hat und nicht versteht, nicht begreift, dann... Ich kann ohne Anleitung kein Gerät zusammenbauen, sage ich jetzt mal. Und es hat dann einfach auch gestimmt, diese Erklärungen, dass es irgendwo logisch dann ist. Ja? Und auch die Beweise, das Vertrauen dazu, das ist sehr mächtig. Ohne dieses Wissen im Hintergrund hätte das meiner Meinung nach auch gar nicht funktioniert. Mhm. Allein der Satz ohne Kontrast wäre es langweilig. Ja? Weil ich meine, man fragt sich immer, warum passiert denn das und das und das? Ja, wenn es so nicht wäre, wenn alles okay wäre, ja, dann, ja, dann wäre es ja wirklich irgendwann mal langweilig. Also das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das war das einzige Gruppencoaching, wo ich nichts gesagt habe, weil es, ja, da hat es da so Klick gemacht. Ich meine, auch dann zu sagen, ja gut, ja, ist so. Dieses viele, ich kann ja das in diesem Interview jetzt gar nicht alles sagen, sonst wärst du ja überflüssig, obwohl das gar nicht so stimmt. Es ist so ein gewaltiges Wissen in deinem Kopf, das du weitergeben kannst und das macht alles enorm leicht. Ich meine, die Routinen alleine durchzuführen, ohne zu wissen, was man da tut, sind wahrscheinlich nur halb so wirksam. Also da waren, ich glaube, bei jedem Gruppencoaching sehr große Aha-Momente, wo man auch das Leben erstmal begreift. Ja. Und ich habe mir nicht gedacht, dass mir jemand, der viel, viel jünger ist wie ich, nochmal das Leben erklärt. Aber es ist so. Ja. Ich finde, du hast das wunderbar ausgedrückt gerade, Agnes. Das Leben verstehen. Und das fiel mir früher so schwierig. Ich war gefangen in diesem, warum ist jetzt das passiert? Kann es denn nicht mal so sein? Und man hat einfach immer alles hinterfragt und dem irgendwie nachgetrauert oder man war einfach irgendwie, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich kann mich selbst nicht mehr verstehen, aber es war normal für mich und ich glaube, für die meisten Menschen ist es auch normal. Ja. Aber heute lebe ich auch mit dieser Klarheit, die du jetzt, glaube ich, auch angesprochen hast. Es ist logisch, was passiert. Es ist klar, was passiert. Man kann es einordnen und verstehen. Und das Leben ist nicht mehr ein endloses Mysterium, das man nie versteht. Also so ging es mir auf jeden Fall, ja. Dass man halt sagt, man ist ja im Hier und Jetzt. Und da auch mal dahinter zu gucken, was ist jetzt wirklich los. Weil ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es wirklich Programme sind, die einen einfach so abgespielt werden. Ah, es geht was kaputt. Man ist fertig mit den Nerven. Und sich dann mal wieder ins Jetzt zu holen und zu sagen, einfach mal durchatmen. Was ist denn jetzt wirklich? Was ist die Wahrheit? Das ist sehr mächtig. Ja, definitiv. Und auch das, was du angesprochen hast, dann zu sagen, es kommt was Gutes dabei raus. Ich habe zwar keinen Schimmer, was es sein könnte. Manchmal kann man sich ja das nicht vorstellen. Manchmal hat man das Gefühl, etwas ist einfach wirklich nur schlecht und es kommt überhaupt nichts Gutes dabei raus. Aber wenn man sich da überraschen lässt, wenn man sich öffnet und dann einfach sagt, es kommt was Gutes dabei raus, ich habe zwar keine Ahnung was, aber ich weiß es, und es dann einfach so belässt und es loslässt, dann geschehen wirklich ganz, ganz tolle Dinge. Genau. Kann ich nur bestätigen. Wie mit der Spülmaschine, habe ich ja vorhin erwähnt. Ja, genau, genau. Ja. Und in dem Moment ist dir das ja aber nicht bewusst. Dein Verstand kann das gar nicht nachvollziehen, oder? Dein Verstand denkt einfach, nein, das ist einfach blöd. Was soll denn da Gutes dabei rauskommen? Ja. Ja, mittlerweile kann ich mir so eine Frage rein nicht mehr vorstellen. Ja. Also ich ich stelle mir die Fragen eigentlich ständig. So gesehen erlaube ich das auch gar nicht mehr, da jetzt in irgendein Loch zu fallen, weil das ist sinnlos.
Ja. Unvorstellbar. Ganz toll. Ja, genau. Wenn du jetzt nochmal an die Zeit vor dem Coaching zurückdenkst und mit der Zeit, ich weiß, das ist nicht so einfach, das hast du gesagt, aber von deinem Wissensstand über das Gesetz der Anziehung, das finde ich noch richtig spannend. Was würdest du sagen, hat dir früher gefehlt, um das zu erreichen, was du jetzt erreicht hast, wenn es darum geht, deine Wünsche zu erfüllen? Alles an Wissen und vor allem Motivation. Und ein Mentor. Ich hätte das auch selber alles nachlesen können. Wahrscheinlich, wenn ich 70 gewesen wäre, hätte ich dann Motivation gehabt, irgendwas zu tun. Aber das von jemandem, ich meine, erklärt zu bekommen, Worte. Ja, und man spürt ja auch was. Man sieht Emotionen, man sieht dich immer lachen, das kommt ganz anders rüber. Und das Gelernte, was du sagst, auch dann anzuwenden mit den Einzelcoachings, das, ja, also von 0 auf 100, denke ich. Na, sagen wir von 0 auf 90, weil alles kann man ja eh nicht wissen. Sehr weise gesagt, Agnes. Ja. Alles, was ich davor gewusst habe, war Müll. Das, was du mir beigebracht hast, das war augenöffnend, das war lebensverändernd. Ich kann das auch gar nicht anders beschreiben. So gesehen, ja, geht nicht anders. Also von 0 auf 90. Wow, das ist eine rasante Entwicklung, ja, definitiv. Das freut mich sehr zu hören. Vielen Dank. Kein Problem. Genau, ja. Agnes, was würdest du sagen, wenn du jetzt an andere, vielleicht auch Bücher über das Gesetz der Anziehung denkst, geht ein bisschen in die ähnliche Frage rein wie vorhin. Oder vielleicht einfach das, was du bisher gewusst hast über das Gesetz der Anziehung, wo würdest du sagen, was unterscheidet, beziehungsweise wie unterscheidet sich mein Coaching von diesen Dingen, die du schon gekannt hast, vielleicht auch von diesen, sage ich jetzt mal, Mainstream-Büchern oder Artikeln oder auch einfach das, was man immer wieder über das Gesetz der Anziehung liest. Gibt es da etwas, wo du sagen kannst, mein Coaching unterscheidet sich von diesen Dingen? Ja. Also ich habe jetzt noch nicht allzu viel darüber gelesen, aber was ich jetzt sagen kann, was sich unterscheidet, ist einfach, dass man jemanden hat für Fragen, für alles außenrum und was noch viel wichtiger ist, für die Praxis. Wenn man solche wichtigen Sachen wie das EFT jetzt benutzt, ja, ohne deine Anleitungen, ohne diese Anfangssachen, hätte ich ja gar nicht gewusst, was ich da zu tun habe. Ja. Wenn diese Unterstützung bis hin, also wir haben das ja bis ins Unendliche betrieben, bis ich es endlich konnte und dann auch für mich jeden Tag anwenden konnte. Ich denke nicht, dass ich das ohne Anleitung gekonnt hätte. Also diese Einzelcoachings, wo man direkt auf die Probleme eingeht, du machst das ja individuell. Ja, du schaust, was ist denn jetzt das Problem? Und das finde ich auch so faszinierend, dass du ganz einfach sagst, ja, nicht jeder ist gleich. Ich habe es ja auch in den Gruppencoachings mitbekommen. Jeder hatte von uns andere Schwierigkeiten jetzt. Und du gehst da auf diese Schwierigkeiten ein und tust nicht irgendwas durchziehen, sondern es ist wirklich individuell. Und ja, man kann keine Praxis auf jeden anwenden. Es ist ja bei jedem unterschiedlich. Du hast ja mehrere Tools und Methoden und suchst dann diejenigen aus. Natürlich, wir haben alle mitgekriegt in den Gruppencoachings, aber in den Einzelcoachings wurden dann die gewählt, die für einen maßgeschneidert dann dazu passen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ich finde, also ich denke nicht, dass es ein anderes Coaching, zumindest keins, das ich kenne, beinhaltet. Das sind dann meistens Gruppensitzungen. Da wird dann einfach was gesagt.
dann geht man aus diesem Coaching raus, ist hochmotiviert. Dann kommt wieder dieser Mistkäfer, man ist motiviert und tut das vor sich her schieben und irgendwann ist man gelangweilt und lässt es sein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Vor allem, wenn man mit seiner Schwingung arbeitet, was wir ja definitiv gemacht haben, jeder ist auf einem anderen Level. Jeder ist auf einem anderen Niveau. Jeder hat andere Herausforderungen, Glaubenssätze, Wünsche, Persönlichkeiten, Tagesablauf. Ja, jeder ist wirklich total individuell natürlich. Und deswegen mache ich das auch mit den Einzelsitzungen. Das finde ich ganz wichtig, weil die Resultate, die wir auch gemeinsam erzielt haben, die ich auch mit anderen Coaches erziele, die kann ich niemals erreichen mit einem Gruppencoaching. Das geht einfach nicht. Das würde mir viel Zeit sparen, ganz klar, aber dazu bin ich gar nicht bereit, weil ich weiß ganz genau, dass es nicht möglich wäre. Das ist wirklich so, ja. Ja. Also das ist der größte Unterschied und natürlich auch die Tools. Ich kenne die natürlich jetzt, wenn man darüber dann recherchiert oder was auch immer, kann man sie auch finden, aber ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, es hat bei keinem so gut geklappt und wir sind noch nicht einmal nebeneinander gesessen oder von Gesicht zu Gesicht, sondern von Kamera zu Kamera. Und das war wirklich was viel Größeres, viel Besonderes. Du hast auch so eine Ausstrahlung, das war es dann einfach. Also das ist so ein Gesamtpaket, das man da bekommt. Ich freue mich zu hören. Agnes, wie fühlst du dich denn, wenn du an deine Zukunft denkst? Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß, dass es alles gut wird. So. Ist einfach also, so wunderbar entspannt. Total entspannt. Ich kann da auch nicht viel dazu sagen. Es ist eher so ein Gefühl. Das ist so ein, man steht gerne auf. Es ist eigentlich normal, deswegen, wie erklärt man das jetzt? Das ist sehr kompliziert. Es ist viel einfacher, etwas zu erklären, was nicht stimmt. Es ist einfach so ein zum Grundvertrauen. Ja, ich mache mir da auch gar keine großen Gedanken, was passieren wird, weil Kontrast kommt immer, aber ich sehe dem allen positiv entgegen. Mhm. Also in allen Lebensbereichen. Das klingt wunderbar, Agnes. Sehr schön. Ja, was denkst denn du, wie können andere Menschen von meinem Coaching profitieren? Was würdest du von deiner Perspektive aus dazu sagen? Wie können sie profitieren? Also, wenn jemand sein Leben verändern will, wenn jemand Leid spürt, wenn jemand depressiv ist oder ganz einfach ausbrechen will, dann ist er bei dir richtig. Definitiv. Weil ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ohne einen Coach, ohne jemanden, der einen anleitet, sagt, auch wenn man mal nicht mehr in der Linie drin ist, sagt, hey, hier geht's lang. Es ist furchtbar schwer bis unmöglich, es zu erreichen. Ja? Vor allem Menschen, die jetzt sich nicht gut fühlen oder in diesen Negativen einfach drin sind. Man sieht ja das Positive gar nicht. Ich glaube, es ist möglich, aber sehr schwer, wenn alles negativ ist, was Positives zu sehen. Und das kannst du auf jeden Fall zeigen. Du lachst immer. Es ist, ja, jeder, der sein Leben ernsthaft verändern will, ist bei dir an der richtigen Adresse. Mehr kann man, also das kann man nicht anders ausdrücken. Man kann auch weiter so leben, wenn man zufrieden ist. Es gibt ja auch Menschen, die zufrieden sind. Habe ich jetzt auch schon ein paar getroffen. Aber
Menschen, die immer alles vor sich hertragen, Jahr um Jahr, das Leben ist so kurz. Und es wäre Verschwendung. Also ich sehe auch so Menschen, die das so betreiben und dann sage ich, hey, möchtest du nicht anders mal denken? Die sind dann schon fast schon aggressiv, wenn man sagt, das stimmt irgendwas nicht. Man selbst gilt dann auf jeden Fall als Spinner, weil man ja aus diesem normalen Kreis heraustritt. Man ist ja plötzlich glücklich, es ist nicht normal. Ich weiß nicht, ob das normal ist, immer so zu denken. Deswegen einfach mal was anderes. Frisches, Neues. Neugeboren kommt mir jetzt gerade. Hast du sehr schön gesagt, Agnes. Hast du genau richtig gesagt. Ja, jetzt noch meine letzte Frage. Was würdest du sagen, was verpasst man, wenn man das Coaching bei mir nicht macht? Ja, ganz einfach das schöne Leben, einfach ein Freigeist zu sein. Sich dazu klar zu entschließen, mal ich selber zu sein, zu sagen, wer bin ich denn überhaupt unter diesen ganzen Gedanken und Ängsten oder was da auch alles drin ist, drinsteckt. Was ist denn Wirklichkeit? Auch mal im Hier und Jetzt anzukommen, zu sagen, sich bewusst für irgendwas zu entschließen, das ist ja auch ziemlich wichtig. Also so eine Entscheidung zu treffen, war für mich immer sehr, also ich habe das immer sehr lange vor mir hergezogen. Entscheidungen sind, ich glaube, das Schwerste im Leben. Und zu sagen, ich entscheide mich für mich. Ich habe auch festgestellt, der Mensch ist ziemlich, und das arrogant ist eigenverliebt im Innersten. Man schiebt es ja gerne, warum machst du das alles? Auf, ja, ich mache es für meine Familie. Natürlich mache ich es für meine Familie, es ist meine Familie. Aber was will ich? Und wenn du das gefunden hast, und das habe ich durch dich gefunden, dann ist es diese Power. Das ist das Benzin, wenn du nur noch auf Reserve fährst, dieser kleine Reservetank, diese eine Stunde mehr am Abend, die du brauchst, bevor, wenn du schon total müde bist. Das ist das, was dich antreibt, denn dein wirkliches Warum, dein egoistisches Warum, sage ich immer. Obwohl, das hört sich schon wieder so negativ an, aber das ist sehr positiv. Ganz, ganz toll. Agnes, hast du noch zum Schluss etwas Wichtiges, das du noch unbedingt sagen möchtest? Ja, ich danke dir von Herzen, dass wir uns getroffen haben. Ich denke, es hat alles verändert. Natürlich habe ich auch selber viel gemacht. Man muss ja sich, ich habe es ja gesagt, man muss sich dazu entscheiden, man muss was tun. Aber das Bewusstsein ist ein ganz anderes. Ich danke dir vielmals dafür. Und ich kann dir eigentlich gar nicht genug danken, dass wir uns getroffen haben und dass wir das durchgezogen haben, dass du dich auch mir gewidmet hast, diese Stunden, und mit mir gearbeitet hast, mir auch mal zugehört. Und ja, es ist alles viel besser. Dankeschön dafür. Oh, das ist so lieb von dir, Agnes. Das ist sehr, 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 sehr gerne geschehen. Und wie du gesagt hast, du hast auch natürlich sehr viel gemacht. Ja, ich habe dir so wie die Werkzeuge gegeben, das Wissen gegeben, aber du hast es gemacht, du hast es umgesetzt, du hast hingeschaut, du hast dich verändert, und ja, ohne das geht es nicht. Und von dem her kannst du wahnsinnig stolz auf dich sein, Agnes. War ja nicht immer einfach, aber war auch herausfordernd. Das gehört auch dazu. Und ich danke dir vielmals für dieses mega spannende Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. War ja nicht ganz so leicht am Anfang. Ja. Ja, ich danke dir auch vielmals. Ja, vielen lieben Dank, Agnes, dass du hier warst. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag.
Das wünsche ich dir auch. Wir hören uns ganz sicher bald wieder. Ganz sicher. Mach's gut. Tschüss, Agnes.